Warum wanderten 20.000 Salzburger nach Ostpreußen aus? Die Salzburger Emigration im Jahr 1731-32 war eine der größten europäischen Auswanderungen des 18. Jahrhunderts. Seit der Reformation im Jahr 1500 breitete sich die Lehren Martin Luthers auch im Salzburger Land aus. Mit dem Westfälischen Frieden von 1648 wurde zwar die freie Religionsausübung zugesichert, der Druck der katholischen Kirche auf die Abtrünnigen blieb aber bestehen. Einen neuen Höhepunkt erreichte der Glaubenskampf, als der Erzbischof Leopold Anton von Firmian im Jahr 1727 die Regierung übernahm. In seinem Auftrag wurden im Land Religionsverhöre durchgeführt, Schriften konfisziert und ein Verbot gegen die Abhaltung von Andachten verordnet. Um gegen den geschlossenen Widerstand der evangelischen Bevölkerung vorzugehen, ordnete der Erzbischof am 31. Oktober 1731 die gruppenweise Vertreibung an. Neben Niederlande und Amerika wanderten etwa 20.000 Salzburger ins 1.000 Kilometer entfernte Ostpreußen aus. König Friedrich Wilhelm I. bot nämlich den tüchtigen und tieffrommen Salzburgern eine neue Heimat an.